Ja. Das ist ein Bahnhof hier wird. Der fliegt schon recht gut. Der kommt schon unten. Und wie gesagt, da ist oben eine Kamera drin und da siehst du schon hin. Ja. Aber jetzt erst auf Sicht. Ja, ich schaue es ab. Jetzt fliegt er auf Sicht. In aller Regel fliegt man auf Sicht. Und was bringt es dann über den Monitor? Wenn du eine zweite Kamera hast, mit der du dann Video aufnimmst, eben für Tourismuszwecke und so, dann kannst du über den Monitor die zweite Kamera steuern. Das heißt, er steht und fliegt komplett sanft, weißt, ohne Bewegung. Und der zweite fliegt betätigt die Kamera. Und dass er sieht, was er tut, hast dann den Monitor. Alter, du fliegst das Ding schon richtig pervers. Wie heißt das jetzt? Das sind Drohnen, Flugdrohnen. Aha. Oder das ist ja zum Beispiel ein Quadrocopter mit 4, ich habe einen Hexacopter mit 6. Das ist schon irgendwie die Flieger, das Flugzeug, wie heißt denn das? Nein, in Griech setzen sie auch solche Drohnen ein, nur halt ganz andere Größen. So am Spittelberg, wie heißt denn das unten bei Heimburg, der Bäre? Der Hundsheim, nicht der Hund, oh, ja, der Hundsheimer Berg. Aber der hat dann irgendeinen Namen. Spitzerberg. Andreas? Kannst du mal kurz am Gas richtig aufziehen? Ja, das will ich. Ui! Das ist interessant, gell? Sie laufen dann an dich. Landsturm? Die Thermik und so musst du genauso aufgeben, nicht? Nein, in der Zwischenzeit, das sind gyrostabilisierte Dinger. Das heißt, der bleibt immer waagerecht. Aha, macht das denn nichts aus? Nein, wenn es zum Beispiel bei ihm nicht, seine, glaube ich, deine macht es nicht, dass er auspendelt waagerecht. Aber meiner zum Beispiel, wenn ich die Steuerung auslasse, bleibt er stehen dort, wo er ist. Und in der Zwischenzeit gibt es die GPS-gesteuert da. Du. Ja. Mit GPS. Da fliegst du selbstständig. Also da steuerst du dann nur mit dem Prinzip landen und starten und wo du hin soll. Aber auch wenn du dann Wind hast mit 20-30 km/h, bleibt der über GPS genau am Punkt stehen. Hast du schon sowas gesehen? Lande mir mal runter, dass ich das am Video noch drauf habe. Stell dir vor, was